Hallo und herzlich willkommen zurück zu House of Ashes und dem Beagle. Wir haben viel erlebt. Salim hat uns den Arsch mehrmals gerettet. Trotzdem behandeln Eric und Nick ihn nicht so sonderlich gut. Naja, jetzt sitzt die Kamera. Ich bin einmal gegen die K Kamera gekommen und schon sitzt die nicht mehr anständig. Mensch. Jetzt sind wir mit Jason unterwegs. Vielleicht kann Jason ja ein bisschen was richten. Ach, er ist wieder zurück. Tja. Ich wäre auch sauer. Wer du willst. Vor allem, was ist das für eine Art Entgegenkommen? Ich fessel dich, behandle dich für Dreck, aber trinken gebe ich dir. Und jetzt sag mir alles, was du über diese Kreaturen weißt. Woher soll er? Schon mal gesehen? Weißt du, wo sie herkommen? Woher soll er das wissen? Wie viele sind hier unten? Woher soll er das wissen? Ich hoffe, du glaubst an Gott, Bruder. Ja. Wenn die zurückkommen, brauchst du eine höhere Macht an Ja. deiner Seite. Definitiv. Oder den Beagle. Wir brauchen den Beagle, damit er die Quicktimes verkackt. Ich bin Lieutenant Colonel Eric King von der United States Air Force. Ich bin leitender Atomingenieur der Survey Group, die im Irak versteckte Chemiewaffen finden soll. Aha. Bei der Mission fanden wir etwas Unerwartetes. Unerwartet ist Ich doch beginne nicht jetzt das die richtige Autopsie Wort. einer unbekannten Lebensform. Das war der letzte. Sollte sie erstmal aufhalten. Ich Lang genug, frag um sie auf den mich. Kameras zu sehen. Jetzt haben sie sich die Wege zugemacht. Na gut. Legen wir den Stolperdraht neu. Hilf mir mal. Wir haben schon oft in der Scheiße gesteckt. Noch nie so tief wie jetzt. Beim Kampf gegen Monster will ich niemanden anders an meiner Seite. No, Nick. Ich dachte Rachel. Oder ist die nur zum Bumsen gut? Du weißt, ich bin immer für dich da, Kumpel. Egal, was kommt. Warum sollte ich da auch gegenhetzen? Also in aller Das ist Regel halten mein die Problem. Leute nämlich zusammen. Meinst du? Ich frage mich, wie viele solcher Städten wir einfach zerbombt haben. Der Kram soll ruhig im Staub versinken. Alter, Geschichte, Historik, Was ist Penner. dein Problem? Die Menschen hier wollten keinen Krieg. Warum verteidigst du den Feind, Sergeant? Wir wissen beide, dass sie nicht alle Feinde sind. Fuck, Jason! Geht es hier um das Mädchen am Checkpoint? Scheiße, Nick, wie oft denn noch? Wir dachten, sie hätte eine Bombe. Es waren nur ihre Einkäufe. Wir haben Mist gebaut. Der Tod des Mädchens macht dir zu schaffen, Kumpel. Ja, verdammt nochmal, tut er! Geht dir das gar nicht nah? Mailman 2-1 Actual, hier Dropkick. Bitte melden. 2-1 Actual, höre Sie. Kameras sind bereit, die Tunnel wurden gesprengt. Over. Gute Arbeit, Lieutenant. Prüfen Sie den Ostkorridor, bleiben Sie wachsam. Over. Verstanden. Haben die sich jetzt Over einen and out. Korridor gelassen? Hm.
Die Kreatur ist etwa 8 Fuß groß, zweibeinig und hat Flügel. An den vorderen Gliedmaßen und Fingern befinden sich Häute, die an Flughäute erinnern. Die Epidermis wirkt, als wäre sie von einer Art Exkret bedeckt. Darunter wirkt sie... Naja. Irgendwie krank. Der Kadaver der Kreatur beginnt schon zu verwesen. Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Nähern uns dem Ostdurchgang. Over. Ich sehe sie. Scheiße, die Tore haben ganz schön was abgekriegt. Die Dinger kamen hier mit voller Wucht angestürmt. Wer auch immer die Waffe bedient hat, hat sie aufgehalten. Und wurde dann hinterrücks massakriert. Die Biester sind nicht dumm. Es sind Raubtiere. Ich würde wetten, wenn die schon mal hier waren, kommen sie wieder. Das sind nicht nur Raubtiere, das sind regelrechte Predator. Also ja, mir ist schon klar, dass Predator auf Deutsch Jäger heißt. Und damit ein Raubtier. Aber Predator ist einfach nochmal diese Gewichtung anders. Haie sind auch Predator. Die wissen, was sie tun, und sie sind genau dafür nur ausgelegt. Genau wie die Kreaturen hier. Alles an ihnen ist so gemacht, dass sie jagen können. Ihre Haut ist stabiler. Ihre Krallen sind länger, ihre Zähne sind fest. Sie haben Flügel, sie können Echolot hören. Also sehr viel deutlicher kann man eigentlich nicht einen Jäger machen. Oh, das sieht aber noch ein bisschen aktuell aus. So nah war ich der Hölle noch nie. Der sieht so 50er-Jahre mäßig aus. Also wann war die Expedition? Irgendwie 46 oder so? Ein weiterer Brief. Der Gestank des Todes, unleserlich und überall lagen, unleserlich, über und über mit Fliegen bedeckt waren. Crow glaubte, dass, unleserlich, hier herunterwarfen, nachdem unleserlich ausgeraubt wurden. Diese unglücklichen Wanderer tun mir leid. Die Angst, die sie, unleserlich, doch das war nicht das, was er uns zeigen wollte. Ein schauerliches, unleserlich. Als Mary fragte, was es war, nickte Bradshaw Crow zu und dieser öffnete die Kiste mit Dynamit. Sie meinten, sie wollten es herausfinden. Halte ich für dumm. Wir haben ein Loch in den Fels gesprengt und ein Tor in eine seltsame Welt darunter entdeckt. Das aus der Öffnung hervordringende phosphoreszierende Licht ließ die gesamte Umgebung unheimlich wirken. Lady Bradshaw bestand darauf, weiter hinabzusteigen. Vielleicht hat Mary recht und Bradshaw wird langsam unvorsichtig und unbeherrscht. Aber ich muss ständig daran denken, was da unten sein könnte. Ich arbeite jetzt mit Crow und Pullman an einer Winde und einem Fahrstuhl, um in den Schacht einzudringen. Welche Geheimnisse mögen dort unten wohl auf uns warten, unberührt von der Welt da oben? Was ist das? Da steht, sie fanden etwas Seltsames. Ach, echt jetzt? Er hat schon irgendwie recht. Als wäre hier unten nicht alles seltsam. Übrigens, wir haben jetzt mittlerweile... Bradshaw lebt also noch. Okay. Wir haben jetzt mittlerweile hier schon 7 Parts. Das ist jetzt der 8. Part. Scheint ausgeblutet zu sein. Er war bestimmt einer der Forscher. Das kann gut sein. Oh. Ei. Und ich weiß, dass wir doch noch einiges vorhaben. Hier. Heißt also, dass das Spiel länger ist als Man of Medan und Little Hope. Übrigens, Jasons Reaktion auf den Irak und den Soldaten ist nicht unüblich gewesen, vor allen Dingen damals nicht. Warte mal. Ich wüsste gerne. Ultraviolett.
Aha. Ich glaube, es war nach den. Ich glaube, das hier spielt nach den World Trade Centern. Die Amis haben da eine extreme Wut gehabt. So extrem haben sie noch immer. Mehr Schrott. Also, dass der Verstehe. schießwütige Ami Nichts, was uns um die hilft, hier Ecke kommt. rauszukommen. Jetzt wäre es mir auch egal, wenn es die Kronjuwelen von England wären. Mir nicht, ich würde sie mir einpacken, falls ich doch überlebe. Man weiß ja nie, wenn ich auf einmal doch überlebe. Zack, boom. Okay. Perfekt. Sieht aus wie ein Nadelöhr. Jedes Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. Legen wir Sprengstoff. Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Aber da sieht man die Stolperdrähte. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Femin wie die Saiten. Das wird sie ziemlich überraschen. Nicht so wirksam, aber besser versteckt. Was meinst du? Wir brauchen die größte Wirkung. Verdrahte die Mitte des Korridors. Dann mal los. Machen wir das Beste draus. Ich habe das jetzt für Rachel gemacht. In der Hoffnung, dass ich sie dann durch ein Quicktime-Event dann noch retten kann. Aber ja, als ich gesagt habe, wenn ich hier so alles retten möchte, in der Tat ist Rachel mit Nick auf einer Höhe, das ist mir ziemlich schlüssig. Also ich versuch's, aber wenn ich dann nicht. Ihr kennt die Devise bei mir. Ich höre dich förmlich nachdenken. Was ist los? Wir hätten sie noch einmal warnen sollen. Ach, halt die Fresse. Ist jetzt vorbei. Fuck, Mann, hätte ich bloß nicht gefragt. Das Thema ist jetzt mal durch. Aha. Das kann er mit seinem Psychiater machen, wenn er Der nicht in Checkpoint dieser war das einen perfekte Situation Ziel da für ist. Selbstmordattentäter. Die Situation war schwierig. Wir mussten handeln. Und das war falsch. Warum kann niemand Klartext reden? Alle labern Mist, nur um nicht durchzudrehen. Deswegen sind wir doch in diesen Sandkasten, stimmt's? Ich will die Wahrheit, Jason. Ich habe sie erschossen und das quält mich. Willst du mir ernsthaft weismachen, dass es dir nichts ausmacht? Wir haben es verbockt. Das hat er aber schon mal gesagt. Stehen wir dafür gerade. Falls wir hier sterben, haben wir es vielleicht verdient. Das Ding ist, er hat schon vorhin gesagt, dass es scheiße war. So, und es ist völlig legitim, dass Nick damit heftige Probleme hat, ja? Ich hatte was mit Rachel. Ist das dein Ernst? Seit 3 Wochen. Alter, die gibt für eine 3-Wochen-Affäre ihre Ehe auf? Scharf. Da sage ich jetzt mal nichts Dropkick, zu. Dropkick, ihr Mailman 2-1 Actual. Wir sind an einer Treppe, die nach unten führt. Ihr Befehl? Over. Verstanden. Zurückziehen und Umgebung sichern. Dropkick out. Stell eine Kamera auf. Dann Rückzug. Also, Nick darf so Probleme haben. Ohne Frage. Darf er. Wer ist das? Wieso liegt der da einfach rum? Ich will nicht. Gib es einfach her. Er hat Eric den zurückgelassen? Ich hab den da durchgezogen, damit der da liegen gelassen wird? Naja, ich meine, ist sie halbwegs sicher gelandet, ne? 394 Fuß. Das wird eine lange Nacht. Warum ist es eigentlich immer eine lange Nacht? Kann es nicht auch mal ein langer Tag sein? Eric? Eric! Wo bist du? Der hat andere Pläne, Mädel. Diesmal hast du dich selbst übertroffen, Schatz. Nick? Jason?
Ich habe sein Feuerzeichen. Ich weiß, es ist wahre Liebe, aber ich wusste es ja schon mal, dass es wahre Liebe ist. Scheiße. Scheiße. Übrigens, so wie sie aussieht, das sieht man am Cover. Das ist auf dem Cover drauf. Gibt's hier gar nichts. Ich werde nicht dafür belohnt, in diese Ecke zu gehen. Naja. Ich finde, sie sollte jetzt mit Eric Vorwürfe machen, mal ganz kleinlaut sein. Mich riecht das mit Marvin, oder wie er heißt, total auf. Mal ganz im Ernst. Das heißt nichts Gutes. No shit, Sherlock, Mädchen. No shit, Sherlock. Ach du Scheiße. Ich habe den mit durchgeschleppt. Ich habe ihn durchgeschleppt. Ohne Ende. Ich habe mir Mühe gegeben. Und jetzt haben die den da einfach liegen gelassen. I give a fuck. Eddie Sons Frontiers. God. Ach komm, ist okay. Ich kann kein Französisch. Also die Franzmänner waren auch hier. Ist okay, ich will nicht. Ich laufe dem Blubbern auch hinterher. Ist okay. Was rege ich mich überhaupt auf? Wo muss ich denn lang? Was hier ist das hier? Okay, warte mal. Da komme ich noch wieder zurück. Okay. Ich fühle mich gar nicht nervös oder so. Mm-mm. Noch mehr Zettelsgedöns. 13. Dezember. Unleserlich und ich begaben uns unleserlich nach unten. Bei unserem Aufbruch überraschte mich unleserlich Temperament. Sie wirkte besessen, fast manisch angesichts unserer neuen Entdeckung. Falls wir den Boden erreichen, konnte Clau nicht unleserlich. Vor uns in einem schwindelerregenden Gewölbe lag ein unleserlich abscheulich. Kolossal, schlafend, ein riesiges Gebilde, gebaut in unleserlich. Der Anblick überwältigte mich und unleserlich. 28. Dezember. Möge Gott uns vergeben. Tagelang haben wir dieses tote, stille Reich und seine Abscheulichkeiten untersucht. Nun ist meine liebe Mary ein Opfer dieser Schrecken geworden. Crow fand sie bewusstlos in der Sternenkammer, ihre Notizen um sie herum verstreut. Er trug sie in unseren Versorgungsraum und bettete sie in eine der Zellen. Als Bradshaw von der Sache erfuhr, wich sie Fragen zu Marys Arbeit da unten aus. Ich säuberte das Gesicht meiner Frau und sie sprach im Fieberwahn zu mir. Sie klang verzweifelt und verwirrt. Ich werde über sie wachen. Sobald ihr Fieber nachlässt, werden wir diesem verfluchten Ort entfliehen. Tja, leider waren das wohl die beschissensten Flitterwochen, die man haben konnte. Eine Minute haben wir noch. Was zum? Ich habe noch nicht mal hingeguckt, weil ich wissen wollte, ob da zufällig was in dieser Ecke ist. Naja. Das sieht aus, als würde die sich am Kopf schlagen. Warum brennt es da unten eigentlich?
Und hier kommt ein Cut rein. Machen wir. Rachel lebt also noch. Wir müssen gucken, dass sie vielleicht jetzt nicht getötet wird, wenn das Ding so hinter ihr ist. Angreifen wird es uns nämlich so oder so. Diese Neko, ne, die sieht immer noch so richtig in sich zusammengefallen aus. Die hat eigentlich keinen Bock, die möchte einfach nur schlafen. Ja. Nächste Mal schauen wir mal. Das mit Melvin, echt, das ist... da hätte ich den gar nicht leben lassen brauchen. Ehrlich, hätte ich nicht. Vielleicht habe ich mir damit auch eher Probleme gemacht, als, naja, wenn dieser Joey auf einmal auch wieder da ist. Okay, hinterlasst mir Kommi. Wie findet ihr so die Reaktion der Leute und allem, auch wie mit Salim umgegangen wird? Naja, habt einen wunderschönen guten Tag und haut rein.